Hallo meine Flöckchen, ich bin's mal wieder, das Schneechaos. Viel Spaß mit dem Stream-Zusammenschnitt zu Sally Face. Lasst uns nicht lange warten und los geht's. Uwo. Pupsi, miau. Tut mir leid, Sal, unsere Zeit für heute ist um, die Wärter schauen schon ungeduldig. Warte sie, das ist noch nicht die ganze Geschichte. Ich hätte gehofft, etwas tieferen Einblick von Ihnen zu erhalten, besonders da es unsere letzte Sitzung war und Ihr Prozess in ein wenigen Tagen beginnt. Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, ich habe Ihnen nur die Wahrheit erzählt. Verschwörung der Regierung, Dämonen, Geister und ein magisches Videospiel? Sal, so etwas gibt es nicht. Sie können nicht erwarten, dass ich Ihnen glaube. Versetzen Sie sich mal in meine Lage. Die Beweise gegen Sie, die Sie belasten, die sind erdrückend. Aber... nee. Ich weiß, wie es klingen muss, aber ich habe Ihnen die Wahrheit erzählt. Gehen Sie zum Bauernhaus. Bitte sehen Sie selbst nach. Sie werden alle Beweise finden, die Sie benötigen. Was für ein Psycho. Er hat vielleicht Dinge gesehen? Bam, bam. Oh, das sieht nicht mehr so fresh aus. Also immer noch, es buffert sehr leider. Also an mir kann es leider nicht liegen, weil ich habe keine verworfenen Frame und meine Auslastung und so ist bei 2,8%. Aber sollte gleich durch sein. Rostige Werkzeuge und anderer Müll. Einige alte Amateurzeichnungen vermutlich von Larry. Kisten, vollgestopft mit Gewand, Büchern, Kassetten, nichts von Bedeutung. Bild. Ein Bild von Larrys Eltern, nichts Ungewöhnliches daran zu finden. Hier oben ist absolut nichts, was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich muss mich wohl selbst davon überzeugen. Sal war so überzeugt und das Ganze wirkt so, an der ganzen Sache ist was faul. Na, ist einfach der Wurm drin. Ja, ist okay. Dr. Enon? Baba! Flipp dich aus, Alter. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie müssen Sal aus dem Gefängnis holen. Die Sache ist komplizierter, als wir dachten. Bitte. Sie müssen Sal hierher holen. Das kann nicht sein. Beruhigen Sie sich, Mann. Sie kriegen noch einen Herzinfarkt. Das ist wichtig. Wenn Sal nicht bald hierher kommt, wird... Mist. Mist. Errungenschaft freigeschaltet, beschworen. Ist das hier real? Träume ich? Weißen Raum. Metnichim etnef esem Zrapsen. Ach so. Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Finde mich in dem weißen Raum. Thank you.
erzählen Ort diesem... Du darfst niemanden von diesem Ort erzählen. Oh, und keine Angst, du bist hier sicher. Aber du darfst niemanden von diesem Ort erzählen. Den einzigen, der dir glaubt, ist... Art ist nun tot. Glaubt hat, ist nun tot. Was soll ich tun? Ha? Run! Renn! Reingehen? Da war immer eine Tür. Yugi, du tust so, als sei der Text komisch geschrieben. Alles okay bei dir? Nee, schon lange nicht mehr. Ist es wahr, dass du auf einem Rechtsbeistand verzichtet und dich selbst verteidigen willst? Ja. Ich habe nichts zu verbergen. Kannst du aus deiner Überzeugung sagen, dass du ein unschuldiger Mann bist? Bleibst du bei der Geschichte, die du der Polizei erzählt hast? Ich werde euch die Wahrheit sagen. Heißt das, die Geschichte, welche du zuvor erzählt hast, war gelogen? Ich habe dazu nichts zu sagen. Kannst du etwas über die Person erzählen, die vermeintlich deine Mutter getötet hat? Wie erklärst du, dass es keine Zeugen oder Beweise für eine solche Person gibt? Ich sehe dafür keine Wichtigkeit im Moment. Ist es wahr, dass dir auch der Sanderson-Mord vorgeworfen wird? Das ist mir neu, aber es würde mich nicht überraschen, wenn sie versuchen, mir auch das anzuhängen. Und was ist mit Charlie Mansfield? Ich habe im Moment nichts zu ihm zu sagen, außer dass ich getan habe, wovon ich zu dem Zeitpunkt dachte, dass es korrekt wäre. Okay, da wir von dir keine wichtigen Informationen erhalten, lass mich dir die am meisten gestellte Frage stellen. Die Zuschauer sind sehr interessiert an dieser Frage. Ist es wahr, dass du spezielle Mahlzeiten erhalten hast, nur weil du Angst vor Fleischwurst hast? Ich habe keine Angst vor Fleischwurst. Es ist nur, naja, eine lange Geschichte. Bis zu deiner Gerichtsverhandlung sind es immer noch ein paar Stunden. Ich glaube, wir haben genügend Zeit. Okay. Episode 3, der Fleischwurstvorfall. Okay. Was, wenn ich mehr als nur eine Zeichnung wäre? Hallo, geht es dir gut? Was ist mit deinem Freund passiert? Er hat die Wahrheit gesucht und die Wahrheit hat seine Seele zerstört. DLC einfach mal 10-mal so lang wie das eigentliche Game. Ja. Lass uns du bitte alleine, dein Kopf verängstigt die Kinder. Kannst du mir sagen, wo dein Freund riskiert hat, die Erleuchtung zu finden? Er ist zum weisen Propheten gereist, hinter den Feldern des Todes. Aber ein Rundkopf wie du wird es nie schaffen. Nett. Geht es dir gut? Was ist mit deinem Gliedmaßen passiert? Nein, sowas. Wie würdest du dich fühlen, wenn ich dich fragen würde, was mit deinem seltsam geformten Kopf los ist? Ich wollte dich nicht beleidigen, wo? Nerv einen anderen. Hallo, bist du das Schnabeltier? Hallo, Ma'am. Beachte meine Schwester nicht, sie ist etwas verrückt in letzter Zeit, liegt wohl an der Sonne. Kein Problem. Unsere Vorfahren wurden von großen Biestern zerfleischt. Seit der Zeit sind unsere Leute ohne Gliedmaßen gezeichnet. Was für ein Monster könnte sowas tun? Wir reden nicht über solche Sachen. Wenn du mehr darüber wissen willst, musst du das Orakel hinter den Feldern des Todes befragen. Bist du das große Monster? Fick dich selber!
Nein, tut mir leid, schenkt mir keine Beachtung. Meine Laune ändert sich mit dem Stand der Sonne. Das große Monster wurde schon seit hunderten von Jahren nicht mehr gesehen. Bist du, wo der Prophet ist? Weißt du, wo der Prophet ist? Du meinst den verrückten alten Kauz, der hinter dem Tod lebt? Einfach die Leiter runter, also immer die Leiter runter. Hallo? Du hättest nicht hierher kommen sollen. Wo bin ich? An einem dunklen Ort. Ist das das Feld des Todes? Schreckliche Dinge geschehen, wenn die Sonne erlischt. Hallo? Bist du der Prophet? Ja, viele Namen. Weißt du was über das große Monster? Es kroch vor vielen Jahren durch das große Loch. Es verwüstete alles für Jahrzehnte, bis es durch eine große Explosion im Himmel stillgelegt wurde. Viele dachten, das Monster wäre tot, aber wir wussten es besser. Was ist das große Loch? Vor Äonen haben wir das große Loch erschaffen, mit dem papierähnlichen Material dieser Welt. Ein Loch, welches das gesamte Wissen des Universums beinhaltet. Wie komme ich dorthin? Was ist dir die Wahrheit? Was ist dir die Wahrheit wert? Alles. Klassik. Entschuldigen Sie mich, Herr Fischer. Sal, wach auf. Ha? Das sieht für mich nicht nach Mathe aus. Oh, Entschuldigung, ich war gerade total in Gedanken. Ich habe den Test schon fertig. Ich weiß, du hast wieder einmal einen perfekten Test geschrieben. Sehr gut. Versuche einfach für den Rest des Unterrichts wach zu bleiben, okay? Klar, wird nicht wieder vorkommen. Und Herr Phelps, Augen auf Ihr eigenes Blatt. Der Unterricht ist fast vorbei. Bitte gebt den Test ab, bevor ihr aus dem Klassenzimmer geht. Hey, Freak! Niemand mag einen Streber, Sallyface. Niemand mag einen Klischee-Mobber, Travis. Hast du nichts Besseres zu tun? Halt die Fresse, Beach. Ich habe nicht mit dir geredet. Weißt du, wenn du endlich den Stock aus all deinem Arsch ziehen würdest, würdest du vielleicht sogar Spaß haben oder sogar ein paar Freunde machen. Fick dich, du Wurm! Ich habe mehr Freunde, als du je haben wirst. Hast du deinen Daddy mit Zunge geküsst? Ich bin mir sicher. Was zur Hölle? Geht es dir gut, Sir? Alles okay. Komm, gehen wir es dem Reaktor, dem Reaktor melden. Nein, keine Sorge deswegen. Es würde das Ganze nur verschlimmern, glaub mir. Sir, du blutest. Es geht mir gut, wirklich. Hier, nimm meine Bandana. Warte, du kannst mich... Sieht aus, wäre nur ein Katzer. Keine Sorge, man kann nichts mal wirklich sehen. Danke, Ash. Dude, was ist passiert? War es schon wieder Travis? Sasch, bring ihn um! Larry, mir geht es gut. Es ist okay. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Genau, los, Reaktor. Das haben die Imposter davon. Ja. Avon, hallöchen. Wunderschönen Mittwoch dir. Zell hat recht. Wenn wir uns einmischen, wird es nur schlimmer. Nicht, wenn er tot ist. Dann würde er vermutlich die Schule heimsuchen. Wir werden mit diesen Idioten weitere 2 Jahre hier bestraft. Ach, das sagt gerade die Gruppenskeptikerin. Ihr wisst, dass ich euch liebe, Jungs, aber diese Geistergeschichten sind selbst für mich zu viel. Also lassen wir Travis einfach so davonkommen? Es ist es nicht wert. Zudem denkt doch mal nach. Er weiß, wie es bei ihm zu Hause sein muss. Er hat einiges an Wutorden gestaut. Da muss noch irgendein Grund sein. Cake faked! Das Spiel sieht voll cursed aus. Es ist voll cursed. Aber es ist lustig. Bin gerade am Kochen. Oh, was gibt's denn? Und Cake fake, einen schönen Mittwoch dir. Mm-hmm.
bin mir ziemlich sicher, dass er wütend ist, weil sie den Fleischwurst-Sandwich-Tag auf morgen verschoben haben. Haben sie das aus dem Darknet? Nee, aus Steam. Hey, ernsthaft, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schlechtes Essen-Tag so sehr liebt. It's like a prison meal and he doesn't even like pizza days. Who doesn't like pizza? It's inhuman. Ja, wer mag Pizza nicht? Vielleicht ist er ein Alien. Ha, genau was wir noch brauchen. Psst, Larry, ich werde dir helfen, Travis zu töten, wenn Sel nicht hinschaut. Das habe ich gehört. Spaghetti Carbonara mit schwarzen Nudeln wollte ich schon seit Tagen machen, aber war zu faul zum Einkaufen. Am nächsten Tag Fleischwursttag. Aber Spaghetti Carbonara ist lecker. Nockfeld High School. Aus. Sexy. Ja. Richtig Fleischwurst seltsam für euch. Ich dachte, letzte Woche wäre seltsam gewesen, aber diese scheint schlimmer. Ich habe gehört, das ist aus Ziegenfleisch. Habe letzte Woche nicht sogar eine Handvoll Kinder sich nach dem Fleischwursttag krank gemeldet? Ach Leute, ruiniert mir doch nicht das Essen, bitte. Es ist das einzige Gute am Tag. Gruppenkuscheln? Klar. Ich auch. Bin dabei. Viel Spaß, werde mit Chuck hier bleiben. Einfach alle Emos. Wir müssen herausfinden, ob irgendwas mit diesem Fleischwurst nicht stimmt. Vielleicht war es schlechtes Fleisch, also es ist abgelaufen oder so. Oder schlechte Ziegen. Ja, die Ziegen waren schlecht. Ich sag's dir, das Zeug ist seltsam. Es schmeckt nicht mal nach Fleisch. Es ist wahrscheinlich gemixtes, billiges Fleisch von verschiedenen Tieren. Rind, Schwein, Huhn und Trute. Die Trute. Die gute Trute. Todd, Gott, du schaffst es noch, dass mir schlecht wird. Ach, wie ist wie der Hotdog-Vorfall. Ach, ich hoffe nicht. Sel hat vielleicht recht, da könnte irgendwas mit dem Kantinenfleisch nicht stimmen. Ich möchte unsere Sandwich zum Wissenschaftslabor mitnehmen und sehen, ob ich irgendwelche Bakterien oder Hinweise auf abgelaufen finde. Okay, Ash, du gehst mit Todd und hilfst ihm im Labor. Larry und ich versuchen, mehr Infos über die Fleischwurst zu kriegen. Hört sich nach einem Plan an. Oh, hi Larry. Hey Maple. Isst du nichts zum Mittag? Meine Mom hat mir wieder den Erdnuss-Butter-Gelee-Sandwich gemacht. Langsam kommt es mir echt zu den Ohren raus, weißt du? Ah, also wenn du es nicht isst, natürlich kannst du es haben, Chuck. Cool. Kann ich hier noch irgendjemand fragen? Nö, nö. Travis? Dachte es mir doch, dass ich hier Müll rieche. Na, was habt ihr Noobs so vor? Verzieh dich, Travis. Musst du nicht irgendwelche Sandwich essen? Glück für euch, dass Fleischwursttag ist. Kim. Die gute Kim. Hi Kim, wir haben eine Frage. Warum muss ich jetzt deswegen so lachen, weil sie Kim heißt? Böse, böse Gedanken. Geh weg. Ah. Wir haben eine Frage zur Fleischwurst. Kannst du uns sagen, wo die Schule sie kauft? Warum wolltet ihr das wissen? Stimmt was mit Kims Kochen nicht? Nein, nein, wir wollen nur wissen, wo ihr Kinder setzt euch wieder auf eure Schule. Keine weiteren Fragen. Können wir vielleicht die Verpackung oder keine Verpackung oder so für euch? Nur eure Hintern auf den Stühlen. Los geht's schon. Wow, was für ein Schwelschlag. Fehlschlag. Sie sieht immer noch so unglücklich aus. Ich frag mich, warum sie immer noch hier ist. Die Kantinen-Kim. Ja! Als würden die Kinder sie krank machen oder sowas. Hey, was, wenn Kim das Essen vergiftet? Ich weiß ja nicht, ob wir noch eine weitere Verschwörungstheorie brauchen können. Aber wir könnten mal in Betracht ziehen. Warum versuchst du nicht mal ins Rektorbüro zu kommen und da nach Dokumenten zu suchen? Währenddessen gehe ich mal nach Todd sehen. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Die Kantine, Kim. Erzähl dich, Junge, lass mich in Frieden. Ja doch. Ja, danke fürs Knuddeln.
Glück bis jetzt? Die Lehrer sind alle im Lehrerzimmer. Ich warte auf den richtigen Moment, um mich vorbeizuschleichen. Na, hier komme ich dann also nicht vorbei. Lehrerin Toilette. Ungewöhnlich ist, dass eure Toilette nichts ist. Gehen wir doch mal ins Mädchenklo. Guck mal, was da so abläuft. Das sollte ich lieber nicht. Mann, ach Sally. Das ist verschlossen. Mit einer Büroklammer könnte ich es reinschaffen. Diesen Rucksack habe ich schon seit ich hier zur Schule gehe. Sieht ziemlich abgenutzt aus. Nur ein paar meiner Schulbücher. Todd hat mich überredet, den Physikunterricht dieses Jahr zu besuchen. Und um ehrlich zu sein, macht es mich auch echt Spaß. Die Welt, in der wir leben, ist so faszinierend und voller Geheimnisse. Ach süß, guck mal, die sind eine richtige Bande. Ein Foto von unseren Horror-Halloween-Feier. Es war super. Ich hab so ein Glück mit meinen Freunden. Süß. Jetzt ist es Sales-Sprint. Es ist versperrt. Wenn ich eine Büroklammer hätte, könnte ich es knacken. Yuki, ist es wieder Zeit für gewisse Werbung an neuen Kanälen? Also den neuesten YouTube-Kanal, den ich euch empfehlen kann, ist meiner. Um 18 Uhr laden wir auch wieder eine neue Folge hoch. Momentan laufen die DLCs von Layers of Fear. Eine Büroklammer! Yes, jetzt können wir die Spinne knacken! Nice! Und außerdem wird bald ein Original-YouTube-Video hochlaufen, hochgeladen werden, was sich nur in YouTube gehen wird. Schaut rein! Abonnieren, liken, Kommentar schreiben. Thank you! Wenden kann, keine Ahnung, wie auch immer das funktioniert. Ah, eine Kartoffellichtlampe. Todd und sein Freund, nein, sie sehen immer so glücklich aus. Das macht mich irgendwie auch glücklich. Süß. Voll mit Büchern. Ash spinnt. Voodoo-Puppen. Ash macht diese Puppen selbst. Sie sind zu cool und sind sie kleine Kerle. Einige Fotos von Ash. Es ist auch ein altes Foto von ihr und Larry dabei. Die beiden sind einfach die besten Freunde, wie man haben kann. Oh hey, da bin ja ich. Ich wusste gar nicht, dass sie das hat. Ash, Maluten. Water. Ja. Malutensilien. Ash und Larry haben echt ein Talent. Sie versuchen mir das Zeichnen beizubringen, aber irgendwie wird das nichts. Es ist schon okay so. Es macht Spaß mit ihnen zu malen. Und ich weiß ohnehin, dass ich nie so gut wie sie sein werde. Ash, Polaroid-Kamera, sein liebes Foto zu machen. Sie könnte ich noch gut gebrauchen. Sie hat sicher nichts dagegen, wenn ich sie mir ausleihe. Nehmen. Spinne. Ash, Sales, Todd, Larry. Ja, Larry waren wir noch nicht. Larry's Rucksack. Ich und Larry haben echt viel die letzten zwei Jahre durchgemacht. Es ist kein Freund, er gehört zur Familie. Ohne ihn wäre ich am Ende. Das Bild habe ich gemalt. Ich wollte es wegwerfen, aber Larry wollte es unbedingt behalten. Er meinte, großartige Kunst muss nicht schön sein, solange sie Gefühle vermittelt. Und bei diesem Bild, Alter, bin ich ganz von den Socken. Ah, okay. Süß. Ich glaube, das hat Ash gezeichnet. Eigentlich hat sie Larry das Zeichen erst richtig beigebracht. Sie ist eine tolle Lehrerin. Wenn es Larry nicht gäbe, hätte ich sie nie kennengelernt. Larrys Künstlerkram. Immer diese Unordnung. Obwohl, eigentlich beneide ich ihn für seine Sorglosigkeit. Ja, jetzt haben wir alle durch.